So, herzlich willkommen Leute, heute ein neues Video, diesmal Tipps zum Farmen bei Atlantis. Ich habe mich heute zurückerinnert, wie meine Anfangszeit in dem Spiel war, wo ich Atlantis noch nicht gewürdigt habe, wie es eigentlich gewürdigt werden sollte. Und ich habe mir überlegt, okay, ich gebe einfach mal zum Besten, wie ich das so handhabe und vielleicht nimmt der ein oder andere was mit. Die ganzen langjährigen Spieler werden mit Sicherheit das alles kennen. Die farmen nämlich auch wahrscheinlich von früh bis abends durch, wie die Kaputten. Und so soll das auch sein. Atlantis Aufstieg, worum geht's? Es geht darum, dass die Weltenergie um 3 reduziert ist für jede Etappe und wir 50% mehr Beute erhalten. Das ist schlicht und ergreifend mega cool. Ich kriege für wenig Einsatz viel Beute und ich habe noch zusätzlich die Chance, wie wir es hier sehen, auf einzigartige Gegner. Nämlich so eine Seepferdchen, die mir Atlantis-Münzen abwerfen. Top-Geschichte. Das heißt, ich kriege also noch Münzen und kriege eventuell eine Beschwörung zusammen. So, und worum geht es da am Ende genau? Also, wenn man sagt, man farmt sich die Seele aus dem Leib, dann heißt das wirklich, es geht den ganzen Tag lang nur Level an, fertig gespielt, einsammeln, Level an, fertig gespielt, einsammeln. Ja, also früher, wo das am Wochenende war, was mir deutlich mehr gelegen hat. Ja, jetzt in der Woche ist das nicht so cool. Früher am Wochenende, ja, also kann die Frau und Privates nichts erwarten. Ne? Also das ist, dann geht es nur hier im Spiel und der gefühlt ist der Kopf die ganze Zeit unten. Ihr müsst das nicht so exzessiv betreiben. Ja, bei mir war das so gewesen, hat mich im Spiel wahnsinnig vorangebracht. So, wenn man mal guckt, wo ich bei den Trophäen bei mir in der Allianz stehe, ja, Platz 8. Nicht mal mehr Diamantstatus, weil es ist einfach egal. Jetzt geht es 3 Tage nur volle Pulle oder 2,5 Tage Atlantis. Der Rest ist Wurst, gerade noch Weg der Tapferkeit, wenn da irgendwas zu holen ist. Ansonsten nur Atlantis tatsächlich. Warum? Weil man einfach viel Beute bekommt. So, was würde ich machen, wenn ich, sagen wir mal, noch relativ frisch im Spiel bin? Was wäre mir am wichtigsten? Aus meiner Sicht ist das Wichtigste in diesem Spiel gerade zu Anfang die Rekruten. Ja, die Main-Ressource, die permanent ausgeht, sind Rekruten. Mittlerweile, wenn man ein gewisses Spiellevel erreicht hat, dann passt das irgendwie. Wenn man Atlantis dann halbwegs beherzigt und vernünftig spielt, dann kommt man mit den Rekruten aus. Aber man braucht ständig Rekruten, ne? Irgendwie zum Ausbilden. Ja, und wenn ich nicht ausbilden kann, dann kann ich keine Helden leveln. Ja, also einzig mit dem anderen zusammen. Will ich viel Helden aufleveln, brauche ich viele Rekruten, damit ich Schwerter, Rucksäcke oder was auch immer verballern kann. Die brauche ich einfach. So. Und da empfiehlt sich tatsächlich das Level 15.9. Das ist einfach der Rekrutenernter schlechthin. Es gibt im Internet, findet man in Foren und Excel-Tabellen, keine Ahnung, 800 Spalten runter, 748 Zeilen nach rechts von allen Seasons irgendwie. Und die Jungs haben wirklich viel Arbeit reingesteckt, tausende Mal ein und dasselbe Level gespielt, um da einen Durchschnitt zu bilden und so. Coole Geschichte. Ist aber echt nicht meins. Ja, also das ist mir dann ein bisschen zu krass, da so durchzugehen. Ich weiß, dass 15.9 der Rekrutenknaller schlechthin ist. So, und das probieren wir mal aus, indem wir hier einfach mal ein Beuteticket ziehen und mal gucken, was bei rumkommt. Zusätzlich, was natürlich bei Atlantis super schafft, sind für wenig Weltenergie auch die XP-Punkte, ne, um im Level zu steigen. So, und wenn wir jetzt mal oben gucken, dann sehen wir hier, dass wir 30 Rekruten bekommen haben. Für 4 Weltenergie. Der absolute Knaller. Ja, also seht zu, dass ihr auf 15.9 kommt, spielt hoch bis 15.9, auch wenn es teilweise vielleicht eng mal wird oder so, spielt dahin und dann versucht gerade zu Anfang, wenn ihr Schwierigkeiten habt, die Helden aufzuleveln, weil euch ständig Materialien fehlen und so, knallt die 15.9 immer wieder durch, ihr werdet euch vor Rekruten nicht retten können. Wenn man mal guckt, ich habe ein Ausbildungslager auf Level 11. Ich level das auch gar nicht hier weiter. Es interessiert mich
Einfach nicht, weil ich bei extra günstig, wo ich nur zwei Rekruten reinpacken muss, einfach meine Helden parke nach 2 Stunden, meine Helden sage ich schon, meine Rekruten parke. Nach 2 Stunden kommt ein oder zwei Sterne-Held zum Verfüttern raus. Super Geschichte. Ich habe jetzt hier 1049 fertige Helden drin, ein oder zwei Sterne. Und das Ding läuft jetzt irgendwie 636 Tage durch. Es geht mir überhaupt nicht darum, ob das Ding 600 oder 500 Tage durchläuft. Es geht nur darum, die Rekruten, die ich ernte, dort reinzupacken. Wenn man so viele Tage jetzt voll hat, dann muss man natürlich nicht mehr auf Rekrutenjagd gehen, bis es nicht mehr geht, ne? Aber gerade wenn ihr das nicht habt, dann ist das einfach wichtig. Und dann muss man seine Rekruten parken. Auch da habe ich das Gefühl, dass der ein oder andere, vielleicht gerade auch zu Anfang, diesen Kniff noch nicht raus hat, dass man halt seine Rekruten, man sieht jetzt oben bei mir 172, stellen wir uns vor, ich hätte jetzt nur Platz für 172 Rekruten, ne? Hier oben an der Anzeige. Dann ist es einfach wichtig, die wegzuparken für später, wenn ich sie brauche. So, und dann schiebe ich die bei extra günstig einfach rein. Ja, dann schiebe ich die rein und dann sind die da drin. Und wenn ich dann irgendwann mal einen Rucksack habe, ein Schwert habe oder was auch immer, ja, dann klicke ich mir die einfach raus. Ne, so, und dann habe ich, weiß ich nicht, brauche ich von mir aus 30 Rekruten und dann ziehe ich mir die wieder raus. Völlig genial. Ne? Gerade wenn du das noch nicht wusstest, das hilft dir extrem langfristig weiter, wenn du Rekruten parkst. Ja? Dann ist es so, dass ich absolut auf Rucksäcke gehe. Ja? Also ich liebe Rucksäcke, Ausbildung Rucksäcke, es ist einfach ein Traum. Wirklich wahr. Ja? Also nach einer halben Stunde kommt da ein Held rausgepurzelt. Das ist super. Ein oder zwei Sterne, ja, ich habe einen recht guten Schnitt eigentlich sogar mit 2 Sterne Helden, die da rauskommen, finde ich super. So, das heißt also, ich habe jetzt zum Beispiel hier Rucksäcke, ne, und dann, also das versuche ich so hinzubekommen, dass das Ding wirklich den ganzen Monat durchläuft, bis Atlantis wieder da ist. Ich habe auch vor, demnächst die Heldenakademie umzusetzen, um das das vierte Ausbildungslager freizumachen und das auch mit Rucksäcken 30 Tage durchlaufen zu lassen. Also für mich ist immer Ziel, einen Monat soll das Ding durchlaufen, weil ich bin faul. Ja, also wenn ich hier mal gucken muss, habe ich einen Rucksack, habe ich einen hier, muss ich da was anmachen. Wenn wir uns mal den Kalender angucken von Empires and Puzzles, ja, das Ding ist so vollgepropft, dass ich zufrieden bin an manchen Tagen, wenn ich überhaupt hinterherkomme und das schaffe, was da alles so zu bewirten ist und zu machen ist. Ja. Von daher versuche ich immer Stufe 2 durchzuknallen, so dass wir hier mit Rucksäcken durchkommen. Dafür brauche ich aber Rucksäcke. Wer hätte es gedacht? Ja, warum auch Rucksäcke? Manche machen ganz viel mit Schwerter und so. Ich persönlich Rucksäcke, weil ein 2-Sterne-Held, der da rauskommen kann, bringt einfach mehr XP-Punkte beim Aufleveln. Das heißt, mein Held wird schneller fertig. Also völlig klar, für mich Rucksäcke. Wenn ich Rucksäcke farmen möchte, ja, können wir ja mal ins Inventar gucken. Ich glaube, ich habe gerade alle verbraten hier. Wollen wir nochmal reingehen? Nö, 11 haben wir noch da hinten drinne. Inventar, Material, Aufstieg und unten stehen die Rucksäcke. Wenn ich da draufklicke, kann ich sehen, wo am meisten ich oder eine höhere Chance ich Rucksäcke habe, also eine höhere Chance habe, Rucksäcke zu finden. Und da steht zum Beispiel in Season 2 Provinz 1. Okay. So, und da habe ich auch mir die Tabellen angeguckt und es gibt auch ganz lustige Bildchen, die man im Netz findet. Also wer da ein bisschen sucht, der wird auf jeden Fall was finden, wo er da am besten ist. Wenn ich mich recht entsinne, war zum Beispiel 1, 2, also Provinz 1, ne? Etappe 2, war glaube ich mit zwei anderen am besten gewesen während Atlantis. Lasst mich nicht schwindeln, 0,87 Rucksäcke pro Flagge oder so. Ja, dann kannst du dir ausrechnen, wenn du 3 Flaggen einsetzt für einen so eine Etappe, was da rauskommt. Ich persönlich mache das anders. Ich spiele 1-1. Das resultiert noch daraus, dass ich früher das dann irgendwann habe angefangen zu farmen, wo ich es dann mal mitbekommen habe, dass man Atlantis vernünftig spielen sollte, wo meine Helden noch nicht so stark waren. Also habe ich das Einfachste genommen, weil da konnte ich im Autoplay durchlallern. Weil mir ging es auch darum, Zeit zu sparen. Ja, wenn wir, ich starte mal hier so ein Ding, so, machen wir mal im Autoplay.
Wir haben hier nur drei Wellen. Ja? Und hier oben der Autoplay-Button, na, der ist wirklich wichtig. Also oben rechts in der Ecke der Pfeil, auch wer das noch nicht weiß, nutzt den. Ne? Setzt euch nicht hin und spielt 5 Stunden lang Atlantis. Ein und dasselbe Level. Ja? Ihr werdet das Spiel ja hassen danach. Ne? Gerade zu Anfang ist es wichtig, auch Level zu spielen, auch die Wiederholungen zu spielen, einfach um sich, ne, um zu gucken, was machen die Helden, was können die Special, wie lange brauchen die, um sich aufzuladen und so. Das kann man alles machen. Aber wenn ihr eure Helden kennt, viel gespielt habt, dann nutzt den Autoplay-Button. Ja, und das geht bei mir früh schon los. Ne? Also das Auge geht aufgefühlt und dann wird erstmal Autoplay angeworfen, bevor der Kaffee läuft. Also hintereinander weg. Und dadurch, dass ich versuche, relativ viel im Autoplay durchzuspielen, ja, und das nebenbei einfach immer irgendwo auf dem Tisch liegt, wollte ich halt ein Level haben, wo ich recht zügig durchkomme. Und drei Wellen geht relativ schnell. Ich nehme immer Helden mit, die quasi auf alle gehen. Damit habe ich meistens, also wenn der auslöst, sind die auch gleich tot, die Welle. Von daher geht das relativ zügig. Das hat jetzt nicht lang gedauert. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass ich hier gefühlt, also ich muss auch arbeiten, so ist nicht, ne? Aber 15 Stunden gefühlt da immer wieder auf Autoplay drücke, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel ich da an Weltenergieflaschen durchklopfe. Ne? So, und jetzt habe ich hier gerade drei Rucksäcke bekommen. Das heißt, ich war jetzt mal überm Schnitt. Also ich persönlich finde die 1-1 sehr gut. Vor allem ist mir aufgefallen, dass ich relativ viele normale Helden, also hier unten, ne, wo keine Helden oder Truppen gefunden steht, da kriege ich in dem Level recht viele und ich hamster auch regelmäßig Atlantis-Münzen ein. Ja, also diese Seepferdchen. Von daher bin ich da irgendwie hängen geblieben auf der Etappe. Ja, ansonsten, ihr könnt auch eine andere nehmen, die Chancen werden wahrscheinlich relativ gleich sein, solange ihr vorne in der Provinz 1 bleibt. So. Das ist erstmal wichtig. Also ganz wichtig, Helden parken auf extra günstig, weil ihr braucht nicht so viel Fleisch, ihr braucht nicht so viel Rekruten, alles cool. Um das aber zu machen, ne, die Helden wegparken, braucht ihr Fleisch. Ja? Dann sagt man immer, Mensch, okay, Stufe 11, das ist ja extra günstig, ne? Kostet ja nichts. Ja, glaubt man. Ist aber ein schwerer Irrtum. Ich kann mich an ein Atlantis erinnern. Ich glaube, das bitterste Atlantis, was ich jemals hatte. Da habe ich vorher irgendeine Forschung angeschmissen, irgend so ein Krempel, weil ich, weiß ich nicht, Atlantis nicht auf dem Schirm hatte. Ja, war wahrscheinlich zu meinen Anfängen gewesen. Und hatte gefühlt, keine Ahnung, 20.000 Fleisch. Ihr braucht ja trotzdem Fleisch, um die Rekruten wegzudrücken. Und wir probieren das jetzt mal kurz aus. Oh, mal kurz gucken hier. Nehmen wir mal nochmal ein Beuteticket schnell. Zack. So, jetzt haben wir das nämlich leer, dass wir mal eine Weltenergieflasche nehmen, das passt. Jetzt gucken wir nochmal. Hier haben wir auch nicht wirklich Platz. Hier leveln wir nochmal was auf. Der kommt da rein. So. Ein bisschen Luft machen hier. So, und jetzt gehen wir mal rein und machen mal hier, wo man Rekruten bekommt. Ja, machen wir erstmal mal davon eine Runde. Ja, Weltenergie auffüllen hier. So. Und dann werden wir auch gar nicht, weil sonst schießt er uns das relativ zügig voll. Wir machen mal erstmal nur 24 Weltenergie. So, dann haben wir da oben jetzt 173 Rekruten bekommen. Ja, nun machen wir. So, dann gab es hier drei Minis unten. Und dann machen wir mal noch ein bisschen. Wir haben ja ein bisschen Luft. Machen wir mal noch mal 12 Weltenergie. Und das reicht dann erstmal an Rekruten. So, wir haben jetzt irgendwie 286 Rekruten innerhalb kürzester Zeit. Jetzt gucken wir mal auf das Fleisch, was passiert, wenn ich die parke. Ja, also wir haben jetzt 2,3 Millionen. Und wenn ich die jetzt hier alle reinpuste. Na, und selbst wenn ihr noch nicht so viel lagern könnt, dann macht ihr die Schritte halt öfter. Aber wenn ihr die jetzt hier reinknallt, dann guckt euch an, was mit dem Fleisch passiert. Ja, wir sind von 2,3 bisschen auf 2,17 gerutscht. Das heißt, wir haben, sagen wir mal, 150.000 an Fleisch verbraten.
Ja, je nachdem, wie viel Fleisch ihr lagern könnt, das macht er ein paar Mal und dann ist das Fleisch alle. Das heißt also, ich Atlantis gestartet und hatte kein Fleisch, um meine Rekruten wegzuparken. Das ist echt, das ist das Horrorszenario schlechthin. Jetzt könnt ihr das natürlich nachkaufen im Store, aber wer das macht, ja, naja, der hat zu viel Geld aus meiner Sicht. Also das macht keinen Sinn. Genau. Dann kommt ja zusätzlich dazu, wir haben jetzt 5 neue Helden bekommen, ne? Einfach so aus der Etappe heraus. Irgendwann ist ja auch die Heldenkapazität hier unten erfüllt. Das heißt, auch da braucht ihr ja parallel zwischendurch mal Fleisch, um das wegzubekommen, damit ihr halt auch diese Helden noch mitnehmt. Und das läppert sich so dermaßen. Also, Tipp, probiert, wenn ihr wisst aus dem Kalender heraus, dass Atlantis kommt, probiert vorher euch Fleisch anzusammeln, aber auch fangt nicht an, euch hier jetzt noch Helden rauszunehmen und die auch noch zu verleveln. Ja? Lasst die doch da drinnen, dann levelt da halt 2 Tage mal nicht, aber ihr spart euch das Fleisch. Das ist so schnell weg, ja? Und dann habt ihr an Atlantis keine Freude. Zusätzlich kommt dazu, dass Atlantis mega viel Eisen abwirft. Ja? Wenn ihr die Level immer und immer wieder spielt, dann wird so wie hier oben jetzt das Eisen euch demnächst überschwappen. Auch da ich Riesenkorken gehauen, vorher alles angeworfen zum Bauen. Gut, das kann man machen, ne? Dann ist das Eisen wenigstens weg. Aber ich habe dann damals meine Fertigung angeworfen, ne? Und ich glaube beide oder so. Mega schlecht, weil wo willst du mit dem Eisen hin? Ja, also alles, was hier so gebaut wird, das meiste ist entweder bauen, wenn das schon läuft und ihr seid voll, wo willst du damit hin? So kannst du wenigstens, lass dir eine Fertigung, ja, wenigstens stehen. Und ich sag mal, gerade hier so die teuren Sachen an Eisen, hier der Wirbelwind, der Drachensturm, ne? Dann schmeißt da halt ein paar Wirbelwinde an, so, und zack, da wieder Platz für Eisen. Es bricht euch, ja, also ihr brecht euch ja kein Bein in dem Moment, wo ihr das Eisen ins Nirvana farmt, aber das macht halt keinen Sinn, ne? Weil sonst stehen wir immer da und haben das Problem, dass, oh Mann, hier Wirbelwind und Drachensturm kostet so viel Eisen und jetzt haben wir es mal und nutzen es nicht. Wenn ihr schon ganz weit seid, könnt ihr natürlich auch in der Heldenakademie hier zum Beispiel die seltenen Truppen das erforschen, ne? Und dann werden die Truppen hier hergestellt mit Eisen. Da kann man das quasi genauso parken wie mit den Rekruten im Ausbildungslager 11. Ja, also sowas kann man machen. Also wichtig, Autoplay, ganz wichtig, aus meiner Sicht, hebt euch die Weltenergieflaschen auf. Ja. Wer meine letzten Videos gesehen hat, hat ja gesehen, dass ich auch das ein oder andere Mal mehr beschworen habe diesen Monat oder den letzten Monat. Dadurch sind auch ein, zwei Weltenergieflaschen durch irgendwelche Angebötchen reingeflattert. Hebt euch die auf für Atlantis. Ja? Fangt nicht an, eine Weltenergieflasche für Season 1 irgendwie zu verbraten. Ja? Wenn ihr für ein Event irgendwie mal eine braucht, weil ihr nicht durchkommt und nochmal was spielen müsst, dann ist das alles okay. Aber ansonsten haut die Dinger raus bei Atlantis. Es gibt nirgendwo so viel Beute. Für so wenig Weltenergie. Und dann auch ganz wichtig, nutzt Beutetickets. Ja? Aus meiner Sicht, gerade wenn ihr zwischendurch mal keine Zeit habt, hier oben die Weltenergie voll ist, ne? Die darf gefühlt bei Atlantis nie voll sein, maximal in der Nacht, ne? Dann nehmt ein paar Beutetickets, zwei, drei, so dass wenigstens mal 1,5 Stunden wieder die Zeit läuft. Und dann ist das schick. Ja? Und dann könnt ihr da richtig durchdrehen. Wenn wir uns das hier angucken, habe ich die vorhin verfüttert, ja, ich glaube ja, machen wir nochmal den, haben wir hier noch so ein bisschen. Bisschen Weltenergie haben wir da oben ja noch drauf. Die machen wir mal weg. Das wollen wir uns auch nochmal angucken. So, wie das hier mit Rucksäcken und sowas aussieht. Machen wir mal so eine volle Runde. Verbraten die mal gerade noch hier. So. Dann machen wir mal hier frei. Mal gucken, ob das jetzt als Vorführer wieder nicht klappt, weil ich ja gesagt habe, ich habe einen recht guten Schnitt da irgendwie mit Münzen und ich habe da auch irgendwie in 1-1 einen ganz guten Schnitt mit irgendwelchen Helden. Wir probieren das einfach mal aus. Also Flasche genutzt und dann knallen wir mit Beutetickets jetzt 48 Weltenergie durch.
je nachdem, wie viele ihr habt, ne? Also ich hatte jetzt irgendwie zum Start 280. Aber wenn ihr nur 30 oder 40 habt, einwandfrei, rein in die 15,9, ne? Und haut die Dinger durch. Ja, gerade wenn ihr gerade nicht spielen könnt. Ne? Das ist wichtig. So, wenn wir jetzt hier 48 Weltenergie auf den Kopf hauen, gucken wir, was bei rauskommt. Das sind 44 Rucksäcke. Auch wieder mehr als der Schnitt eigentlich ist. Ich kriege 211 Rekruten, ich kriege 23.000 XP-Punkte und ja, in 1.10 sind es ein paar XP-Punkte mehr. Aber ganz ehrlich, da weiß ich nicht, habe ich auch irgendwie, also ob es dann nun 150, 200 Punkte mehr sind, also das ist mir da an der Stelle tatsächlich nicht ganz so wichtig. Aber guckt euch mal an, was ich an Helden mit dazu bekommen habe, die ich jetzt natürlich auch verleveln kann, also die mir weiterhelfen. Ja, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, 12 Helden und noch ein paar Ein-Sterne-Truppen. 12 Helden, die ich wieder verleveln kann. Und wer weiß, ob ich nicht sogar noch mehr bekommen hätte, weil meine Heldenkapazität ist voll. Und dann packt er euch keine mehr drauf. Ja, also da immer darauf achten, dass da Luft ist. Dann bekommt ihr sogar noch mehr. Und wir haben 44 Rucksäcke bekommen, die wir jetzt hier wieder reinstecken können und damit brauche ich mir die nächsten gefühlt 36 Tage keine Murmel machen. Und jetzt seht ihr das. Jetzt habe ich zum Beispiel noch 26 Rucksäcke, mir fehlen aber die Rekruten. Kein Problem. Dann gehe ich bei extra günstig rein, drücke mir die auf Minus wieder raus und gehe wieder auf Rucksäcke und stopfe die da rein. Ja. Und so kann man das die ganze Zeit handhaben. Sehr, sehr angenehm. Ja. Wie gesagt, die ganzen Spieler, die das lange spielen, die machen das alles, aber wir haben alle mal angefangen, ne? Und wenn einer von euch, der jetzt vielleicht gerade anfängt damit oder hier irgendwas gehört hat, was ihm weiterhilft, dann bringt das schon was. Gut, das wäre es erstmal soweit. Wir können natürlich Atlantis nicht vorbeigehen lassen, ja, ohne auch mal auf den Beschwörungsknopf zu drücken. Und vier habe ich mir zusammengemurmelt hier über Spielen. Und über das eine kleine Angebot, was da war, das ist irgendwie auch, keine Ahnung, eine Sucht. Also das Angebot nehme ich, glaube ich, schon seit ich das Spiel habe. Ja. Ja, von daher machen wir das, dann kriegen wir sogar eine Kiste voll. Super Geschichte, gucken wir mal, was bei rauskommt. Ich habe ja eine neue Glückssträhne nach der letzten Taverne, von daher, aha, kriege ich gleich Ariel. Okay. Ja, kannst du aufhören, ne? Ariel habe ich schon, wer hätte es gedacht? Ja, einer der wenigen, die ich schon habe, aber Ariel kann man auch zweimal haben. Also das ist alles im grünen Bereich. Wieder mal blau. Ich kann mich erinnern, dass noch jemand bei Blau ein zartes Überangebot hatte. Ja? Oder immer noch hat. So, von daher, also ich offensichtlich auch. So, erster Klick, Ariel, cool. Kann also weitergehen. Vielleicht kriegen wir ja vier Klicks und viermal. Nee. Ja, nicht ganz. Ja, natürlich. Ganju darf auch nicht fehlen. So. Also ich habe mein Glück aufgebraucht gleich im ersten, was auch völlig okay ist. Oberon. Was ist das denn? So, und jetzt kommt noch ein richtig cooles Element hier hinten. Gut, ein Mantel, falls ich friere. Den brauchen wir also nicht. Ja, cool. Ariel bekommen. Ariel auf jeden Fall kann man auch aus meiner Sicht zweimal haben. Wie gesagt, problematisch, dass man relativ viele blaue im Moment in der Pipeline hat. Da rätsel ich ja immer noch. Ich habe jetzt auch gesagt, also habe mich dafür entschieden, dass ich jetzt warte, bis die Maskerade noch kommt. Da werde ich auch noch mal eine Kleinigkeit beschwören und gucken, was da kommt. Und dann werde ich mich entscheiden bei Blau, wen ich dann am Ende hochziehe. So, dann ja, war es das soweit. Ich hoffe, dass ein paar Infos bei waren. Und ansonsten, ja, lasst einen Kommentar da, ob euch das geholfen hat, ob euch das was gebracht hat, ob mehr solcher Videos kommen sollen, wie auch immer. Ne? Lasst einen Daumen da, ein Abo, beides, alles schick. Also, bis zum nächsten Mal. Ja, fleißig farmen. Immer weiter fleißig farmen. Bis dahin, ciao.